Anna Achthuber sollet ja wieder ein bisschen lüppen. Schön auf Wildkarpfen. Ob das nur so ist, ich weiß es noch nicht. Ich habe vor einer Stunde schon ein bisschen getestet, jetzt gerade eine Pause gemacht, erstmal schön was gegessen und jetzt probieren wir es nochmal. Ruten frisch ausgeworfen. Der erste Wilde ist schon wieder dran. Und es zuppelt auch gerade wieder los. Da ist er. Ja, ist auch schon dran. Bäm. Also, die ersten Wildis ballern rein. Und da geht es auch los. Das Wichtige ist natürlich, nicht nur die Größe muss stimmen bei den Wildis, sondern die Frequenz muss auch passen. Ich meine, mit knapp 7 Kilo ist das schon okay. Ist das schon okay? Alles so im Bereich von 10 Kilo wird dann richtig interessant. Also raus damit an der Stelle und weiter testen. Wie gesagt, die Frequenz ist halt jetzt wichtig, ne? Ballert das jetzt richtig rein oder nicht? Futtermische ist drin. Wie gesagt, ich hatte jetzt so ein paar ja schon hier im Kescher. Und das war aber, wie gesagt, hier vor ja, etwas mehr als einer Stunde. Und da habe ich halt erstmal so ein bisschen probiert, geht da was? Und wir sehen auch vom Gewicht her 5, 6 Kilo ungefähr. 2, 3 Kilo ist natürlich auch mit dabei. Aber das passt, das ist ganz okay. Setup-mäßig, ich bin mit einem 2-0er-Haken unterwegs. Wildkarpfen kann man ja gerne auch ein bisschen dicker befischen. Vielleicht teste ich nochmal eine Rute mit einem 4-0er-Haken, komplett übertrieben. Wobei das ja eigentlich nicht unbedingt müsste. Wichtiger wäre einfach, dass das hier von der Frequenz passt. Oder ich suche nochmal etwas andere Boilies aus. Ein bisschen was Dickeres. So, hier nochmal ein bisschen zuppeln. Hier auch. Und da geht es jetzt dann doch auf der 1 los. Hat ja gerade schon so ein bisschen rumgezuppelt. Und jetzt so richtig. Jawohl. Ja, wie gesagt, so ein richtig schön feister Wildi. Wäre natürlich nicht schlecht, wobei mein Setup ist gar nicht mehr so ganz frisch. Da ist schon ein bisschen Verschleiß drauf. Und wenn ich mir überlege, die hauen hier hinten hin ab, das wäre halt richtig mies. Aber der Vorteil an der Stelle hier, es ist einfach immer sehr angenehm, zack, wenn man nicht so weit fahren muss hier. Gerade an der Achthuber, direkt hier in der Nähe von der Fabrik, ist doch super, ey. So, komm ran. Ja, komm. Die haben bisher noch gar keine Chance, irgendwie abzuziehen. Auch hier 5, 6 Kilo. Wir gucken mal eben rein. Das ist das Setup, so aufgebaut. Das heißt, wir sind mit der ganz klassischen Haarmontage drin. Lohnt sich also auch immer, klassische Haarmontage zu skillen. Auch wenn man nicht schwerpunktsmäßig irgendwie Karpfenangler macht. Aber klassische Haarmontage, Pop-Up-Rig, das sind so die beiden wichtigsten, würde ich sagen. Ja, weil eben Wildkarpfen, Marmorkarpfen und Co. Barben und sowas geht halt auch gerne mal auf klassische Haarmontage beziehungsweise auf Pellets. Pellet in Kombination haben wir jetzt hier gerade dran. Krabbe, Fischpellets 18, Muschelpellets 18 und hier Krabbe und Fisch als Dip. Und ich hatte hier noch ein bisschen was rumliegen. Und zwar hatte ich noch eine Mische rumliegen. Da ist Königskrabbe-Feeds sind damit drin. Krabbe-Krabbe-Krabbe-Krabbe-Feeds, Krabbe-Muschel-Dip. Ja, hatte ich wie gesagt noch rumliegen. Ich denke, irgendwie sowas in der Art. Vielleicht gibt es noch irgendwas mit Fisch oder sowas. Könnte man bestimmt auch noch reinballern. Oder statt Königskrabben-Feeds vielleicht einfach nur diese Wandermuschel. Diese Muschelkomponente, die kann man wahrscheinlich auch noch mit reinmachen. Und dann ist das Ganze einigermaßen jut. Um die 30 Kilo bin ich hier halt eingestellt. 2-0er Haken, wie gerade schon gesagt. Und raus damit. Zack, geklippt auf 17 Meter. 17 Meter reicht hier. Das heißt, wir landen hier schön in der Rinne drin. Und das ist soweit okay. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch ein bisschen was geht und was da geht. Vielleicht gehen auch noch Marmorkarpfen rein, wäre auch eine Möglichkeit. Aralbarben könnten natürlich auch reingehen. Kleine Störe durchaus auch möglich. Tja, das Wichtige ist, dass da ein bisschen Frequenz geht.
Ich hatte schon gesehen, es gibt auch noch eine andere Stelle oder es wurden auch schon Wildkarpfen gefangen. Ich meine, es ist hier unten am 4-Meter-Loch. In dem Bereich ist ja auch eine ganz klassische Area. Ja, also wenn das da oben nicht funktioniert, dann runterbrettern hier auf, was ist das? D8, genau. D8 auch durchaus eine Möglichkeit. So. Ich gucke erstmal, ob hier noch ein bisschen was geht und dann schauen wir gleich nochmal rein. Na, da muss man ja gar nicht lange warten und es zuppelt wieder los. Aber das sieht alles noch lütt aus, ne? Ah, guck mal. Zaghaft gebissen, doch nicht so ganz klein. Schön. Sehr gut, dann komm mal ran hier, Alten. So. Schön ein bisschen hier lang ziehen. Jawohl. Und dann ran mit dem Kescher, dass wir die dicken Brocken hier nicht so anheben müssen. Ja, 7,5. Ab da geht es los, ey. Gerne mehr davon. Soll ich hier mal einen größeren machen? Ne, ich warte noch ab. Ich warte noch ab. Noch ist die Frequenz nicht so, dass ich sage, Alten, hier ist ja, geht ja richtig die Luzi. Wir wollen nur noch die großen Brocken. Also, weiter warten. So, jetzt wird es aber langsam Zeit, oder? Es geht mal endlich wieder was rein. Und das allerdings nach Stunden. Das ist ja der Hammer. Das ist nicht so geil. Das ist wirklich nicht so gut. Ich hoffe, das ändert sich gleich nochmal in Richtung Abendstunden. Weil bisher ist das jetzt natürlich frequenzmäßig einfach auch zu wenig, was da noch reingeht. Schade, schade, schade. Oder doch noch wieder an den Futter und an den Boilies rumtüdeln. Ich glaube, ich tüdel noch mal ein bisschen an den Boilies rum. So, da nun wieder aber auch Zeit, oder? Das ist ja, weiß ich nicht, anders wild. Also, für den Wildkarpfen. Bisher rumprobiert und gecheckt. Nur noch kleiner Shitkram hier. Auf den beiden anderen Routen bisher gar kein Erfolg. Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde mich gleich auf die Socken machen und hier unten auf D8 einfach nochmal testen, ob da nicht irgendwo der Wildkarpfen ist. Vielleicht hast du ja schon unten getestet und weißt, wie es lübt. Gerne unten drunter schreiben, wo ist der Wildkarpfen. Wenn es trotzdem irgendwie geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.